Heute widmen wir uns mal einem Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Es wird eine kleine Video-Essay. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser neuen Art von Videos sagt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mir sehr gerne euer Feedback. Jetzt sofort. Nein, lasst es euch mal kurz auf euch wirken. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin heute extra nasal und habe extra ein Mikrofon, damit ihr auch jeden von mir hören könnt. Es ist mega gesund, den Rotz hochzuziehen, ja? Es geht um toxische Beziehungen. Überall wird man damit konfrontiert und ich hoffe, ihr habt eine genauso toxische Beziehung zu Kaffee wie ich und habt euch auch eingemacht und wir legen jetzt los. Ich habe ja schon öfter, gerade auch in meinen Reality-TV-Videos, gesagt, dass ich dem Thema mal ein ganzes Video widmen möchte. Und gerade wenn man sich die aktuelle Weltlage anguckt, hat man das Gefühl, toxische Männlichkeit ist auf jeden Fall eins der Hauptprobleme. Oder? Und gerade bei unseren Trash-TV-Sternchen begegnet uns eine Red Flag nach der anderen. Ist ja auch gerade ein aktuell sehr spannendes popkulturelles Phänomen. Da wird uns überall eine Art von Beziehung untergejubelt, die ich sehr fragwürdig finde. Der wirklich aggressive Stalker und der kontrollsüchtige Bad Boy muss mit seiner verletzten Seele von einer Frau gerettet werden? Da mache ich mit! Aber egal, ob ihr jetzt wie ich jede erdenkliche Serie durchgebinged habt oder nicht, toxische Beziehungen begegnen uns natürlich auch im echten Leben. Und irgendwie stellt man sich dann im Endeffekt ja doch die Frage, so wie mir das jetzt auch selbst tut, was macht das mit uns, wenn wir überall toxische Beziehungen sehen? Was passiert da mit uns? Verschiebt das im Worst Case sogar nicht unsere eigenen Grenzen des Akzeptablen? Oder um es positiver zu sehen, vielleicht führt es uns auch vor Augen, was bei uns selbst nicht so gut läuft und ist so eine Art Spiegel. Aber da unterscheiden sich die Formate auch stark. Manche Formate, wie zum Beispiel Temptation Island, ist ja gerade das Showprinzip, toxische Beziehungen fortzuführen. Und an sich ist schon die ganze Prämisse der Sendung furchtbar toxisch. Man misstraut der Partnerin, das Vertrauen wurde vielleicht sogar schon des Öfteren missbraucht und am Ende haben alle große Commitment-Issues sowieso. Da geht es dann auch gar nicht darum zu zeigen, wie toll man doch ist oder dass man an allem arbeiten kann oder dass man die Beziehung auf ein neues Level heben möchte, sondern da geht es darum, das zu zelebrieren, was alles schief geht. Das Drama, die Streits, das endlose Misstrauen. Und das Ganze zeigt sich dann auch an der wahnsinnig großen Erfolgsbilanz der Paare. Aus der letzten Staffel sind tatsächlich nur Jesse und Abdu zusammengeblieben. Die haben sogar das Experiment abgebrochen, um an ihrer Beziehung zu arbeiten. Sie haben quasi noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und sind die einzigen, die noch zusammen sind. Und dann gibt es natürlich auch die Paare, die einfach verstanden haben, wie viel Kapital sie aus dem Durchspielen einer solchen toxischen Beziehung ziehen können. Also ganz ehrlich, Gigi und Michelle, ich hab's zu oft gehört, eure Leier, I can't. Ich glaube euch das nicht. Ich glaube nicht, dass ihr euch so sehr liebt und so sehr hasst und dieses Hin und Her. Ich habe das jetzt in 3 Sendungen zu viel gesehen. Es nervt doch mich schon. Euch muss es doch erst recht nerven. Ich glaube es euch nicht. I'm sorry. Kommen wir aber zur wichtigen Frage. Was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Was macht eine aus? Auch wenn es da jetzt noch keine wissenschaftlichen Abhandlungen gibt, sind sich doch viele TherapeutInnen einig, dass sich da gewisse Muster immer wieder erkennen lassen. Also lasst uns mal diese Muster untersuchen und das machen wir anhand unserer liebsten Reality-Paare. Aktuell sind ja unsere Temptation Island VIP-KandidatInnen aller Munde, aber das sind ja längst nicht die einzigen. Los geht's also mit der ersten Red Flag einer solchen Beziehung, dem Lovebombing. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber tatsächlich kann das anfängliche Überhäufen mit Komplimenten und Zuneigung ein erstes Anzeichen für eine toxische Beziehung sein. What? Sind jetzt nicht mal mehr Komplimente erlaubt? Natürlich schon, süße Maus. Echt schöne Augen, fällt mir gerade auf. Aber es ist ja so, dass nach extrem kurzer Zeit eine sehr übersteigerte Liebe natürlich auch zu einer Abhängigkeit führen kann. Vielleicht sogar so eine Art Pflichtgefühl dem anderen gegenüber, ihm irgendwas schuldig zu sein. Am Ende hat man gar keine Zeit. Man wird ja so sehr geliebt. Das ist ja auch so allumfassend und man hat gar keine Zeit, irgendwie über sich nachzudenken, die eigenen Gefühle vielleicht zu sortieren, kritisches Verhalten vielleicht auch mal zu hinterfragen, weil der andere liebt einen ja so sehr. Woran erinnert mich das nur? Zu schön. Zu schnell, zu viel. Schnell, zu schön. Sind einfach ehrlich. Zu schnell, zu viel. Klassische Sprüche und absolute Red Flags sind da zum Beispiel nach wirklich kürzester Zeit ein Du bist meine ganz große Liebe. Ganz schlimm finde ich aber, ich kann ohne dich nicht mehr leben. Etwas, was mich vervollständigen würde. Oh, aber das
man darf eigentlich nie jemanden suchen, um jemanden zu vervollständigen. Das stimmt nicht, was du sagst. Auch ein Favorit von mir. Mein Leben macht erst durch dich wieder Sinn. Ergibt Sinn. Ja, gib dir mal ein bisschen Mühe wenigstens, wenn du mich schon lovebombst. Dieses Prinzip begegnet uns auch ganz extrem bei der Sendung Love is Blind. Vielleicht habt ihr sie auf Netflix gesehen, da läuft gerade eine neue Staffel, die wirklich ein Auf und Ab der Gefühle ist. Beim Wiedersehen saß ich wirklich so auf der Couch, es war so crazy belastend schon fast. Da lernen sich ja Menschen kennen, ohne sich zu sehen. Und wenn sie sich dann nach 2 Wochen füreinander entscheiden, dann sind die direkt verlobt und nach 4 Wochen wird direkt geheiratet. Also auf jeden Fall eine ganz healthy relationship. Natürlich lässt sich das auch durch andere Shows austauschen, also vielleicht auch Bachelor und Bachelorette. Da hat man ja auch eine relativ kurze Zeit, sehr, sehr wenig Dates, sehr, sehr wenig Zeit dann mit dem Bachelor oder der Bachelorette und muss sich dann basically auch direkt verlieben und verliebt sich dann auch vielleicht direkt, weil das so die Umstände sind und man ja auch gar keine Zeit hat, sich Zeit zu lassen. Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, krass überfordert, so, weil ich merke, dass ich mich verliebt habe und ich will dich halt in meinem Leben haben. So. Ich von meiner Seite aus könnte dann sagen, ja, es war Liebe auf den ersten Blick. Er ist mein Traummann. Also passiert dann Lovebombing einfach zwingend, relativ schnell. Das heißt aber nicht, dass es immer zu einer toxischen Beziehung natürlich führt. Da haben wir ja noch andere Muster, die wir uns gleich anschauen. Außer Kandidat Janni. Der war für mich auf jeden Fall die Red Flag Lovebombing. Sowas von. Zu schnell, zu viel? Schnell zu schön. Sind einfach ehrlich. Nee, Mäuschen. Du musst es lernen, zu schnell zu schön. Ich weiß, du magst es nicht, aber du musst es lernen. Bei Love is Blind in diesen Pods, wo die sich kennenlernen, ist dann natürlich ganz schnell die Rede von der großen Liebe. I could go on and on and on about how I'm falling in love with you. I could talk about the life that I see with you and having kids together. I know we're boyfriend and girlfriend and stuff, but I wanted to ask you if you'd be my wife instead. Will you marry me? I would. Love to be your wife. Really? Yes. Yes! Yay! I love you. I love you. Do you feel my hand? I feel your hand. Do you feel my hand? I could feel it. Can you feel it? I love you, baby. Oh my God, I love you. You want to marry me? I love you too. You want to marry me? I love you. Oh my God, I love you. I love you. Und das Ganze führt dann natürlich auch super schnell dazu, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Weil man hat sich ja auch öffentlich füreinander entschieden, der Druck, da noch öffentlich zusammenzubleiben und es wirklich durchzuziehen und zu heiraten und sein Bestes zu geben, ist immens. I have fallen in love with you, legitimately. I love you. Wow. Dann kommen sie aus diesen Pods raus ins echte Leben, wo überall Kameras sind. Und man merkt schon, da wird es ein bisschen schwieriger, das alles so aufrecht zu erhalten. Aber der Druck von außen ist ja immer noch da und es macht es nicht leichter, die ganze Beziehung zu hinterfragen. Also man hat dann quasi vor der ganzen Welt, vor ganz Netflix gesagt, dass man sich liebt und heiraten möchte und dass Love blind ist. Und dann den Rückzieher zu machen, boah, das fühlt sich echt schwierig an, weil es ist ja nicht so wie im echten Leben, dass man mit jemandem zusammenkommt und dann merkt man vielleicht, ach, irgendwas stört mich, das passt nicht. Vielleicht ist es auch toxisch, vielleicht ist es aber einfach nur, we're not made for each other. Vielleicht ist es die falsche Sternzeichenkombination, sind wir mal ganz ehrlich. Und dann ist es ja schon unangenehm, vielleicht vor den Eltern oder vor Freundinnen zuzugeben. Der ist es nicht gewesen, wir sind getrennt, ich bin wieder Single. Aber wenn dann die ganze Welt auf eure Beziehung runterblickt und quasi entweder nur darauf wartet, dass ihr jetzt endlich heiratet und Kinder kriegt oder ihr darauf wartet, dass ihr endlich getrennt seid, will man es auch irgendwie niemandem wirklich recht machen und vor allem weiß man am Ende, glaube ich, gar nicht mehr, wie man sich selber recht macht. Es ist quasi unmöglich, bei sich selbst zu bleiben und wirklich herauszufinden, was will ich wirklich. Stellt euch mal vor, ihr müsst dann ein Reel machen oder ein TikTok oder ein Insta-Live oder ein YouTube-Video, wo ihr erklärt, ja, wir sind leider nicht mehr zusammen. Ich musste es euch jetzt sagen. Ich bin es euch schuldig. Beim Entstehungsprozess quasi mit dabei. Also finde ich, habt ihr auch einfach ein Recht darauf zu erfahren. Wie jetzt der Stand zwischen mir und Patrick ist, der Stand ist so, dass wir uns getrennt haben. Und ich wollte auch diese Trennung eigentlich nicht sofort jetzt hier öffentlich machen, weil ich einfach keine Kraft habe für diesen Shitstorm oder für diese ganze Publicity, die jetzt kommen wird. Ich möchte das nicht. Also ich freue mich, wenn toxische Beziehungen zu Ende sind, aber ich möchte das nicht sein, die dann da heult. Und wie nachhaltig diese großen Liebesbekundungen und diese großen Worte dann wirklich sind, das wissen wir ja alle. Ich will nicht, dass dir geht, Bruder.
Ich will nicht an den gehen. Ich will nicht an den kaputt, Junge. Mann, ich will nicht, dass du gehst, Alter. Geld ist vergänglich. Ich hätte lieber noch schöne Momente gehabt. Eine Folge später, Situation mit Ricarda. Es hat sich gut angefühlt, dieses Gespräch. Ja, warum hast du das? Was denn? Was meinst du? Das? Warum? Warte mal, mir ist nur kalt, Mann. Was laberst du da? Mir ist kalt. Ja? Und dann gibt es natürlich diese ganz interessante Spezies, die, wenn man nicht sofort die absolut liebevolle Kommunikation erwidert, direkt vorwurfsvoll wird und, sag mal so, not amused ist. Ich lieb dich jetzt gerade, Schatz. Kannst du einfach normal sein? Du liebst mich nicht, Schatz. Das finde ich echt traurig. Dann steh doch auf, Schatz. Dann muss ich mir das auch nicht tun. Was machst denn du? Nö, jetzt nicht mehr. Das klingt für mich nach emotionaler Erpressung. Mann. Ein bisschen zu dir? Mann. Warum? Schatz, ich liebe dich von Tag zu Tag mehr und ich habe das Gefühl, du mich von Tag zu Tag weniger. Was? Ich finde scheiße. Mann. Wieso? Und sollte es nicht so sein, dass man dem anderen auch ein bisschen Zeit gibt? Ein schlauer Satz, den ich mal gehört habe, ist, man muss auf ein Ich liebe dich nicht sofort mit einem Ich dich auch antworten müssen. Ein Ja, vielen Dank reicht auch. Ist zwar manchmal hart in dem Moment, aber wenn man es gerade nicht fühlt, fühlt man es nicht. Abgesehen davon, dass es Antonia in den Situationen wirklich nicht gut ging. Kommen wir zum nächsten Muster, zu den Extremen. Auf solche großen Hochs mit den großen Liebesbekundungen folgen dann auch extreme Tiefs. Und die sind wirklich sehr tief und meistens auch sehr, sehr viele Tiefs. Wir streiten so viel. Sehr viel. Ich bin stur, er ist stur und er hört nicht zu. Sie ist schlauer, ich bin nicht so schlau. Also wie oft das On und Off war, können wir es sicher nicht mehr an zwei Händen abzählen. Sehr oft. Er versteht nicht, dass er mir oft genug schon Gründe gegeben hat, ihm einfach zu 0% zu vertrauen. Und wir kennen es, da wird dann auch immer und immer wieder beschworen, wie sehr man sich doch eigentlich wirklich liebt. Also ich hoffe, dass wir zusammen aus dem Temptation Island rausgehen, weil ich ihn über alles liebe und ich weiß, dass er mich auch über alles liebt. Ich liebe sie so sehr, ich meine. Ich liebe ihn so sehr. Er ist meine große Liebe und ich weiß auch, dass ich seine große Liebe bin. Aber am Ende zählen doch nicht die wunderbaren, schönen, süßen Worte, sondern wie man sich benimmt, oder nicht? Und auf gar keinen Fall wollen wir das mit einer guten Streitkultur verwechseln. Streits per se sind total wichtig und total gut für die Beziehung. Gerade wenn man eine gute Streitkultur sich erarbeitet hat als Paar, indem man nicht in irgendwelche toxischen Muster verfällt, wo zum Beispiel einer, der verfolgt und einer, der Gejagte ist und der eine macht immer mehr zu und der andere wird immer lauter und will immer hinterher. Ich kann nicht immer für fünf kämpfen. Ich brauche auch mal jemanden, auf den ich mich einfach blind verlassen kann. Ja. Schatz, du musst jetzt nicht... Lass mich jetzt einfach nur, okay? Was denn? Du brauchst mich jetzt nicht eine Viertelstunde voll quatschen und Nein. jetzt ruhig weinen. Komm mal her. Du musst aufhören damit. Der macht immer weiter. All solche Sachen, die kann man mal untersuchen in der Beziehung und herausfinden, was vielleicht da noch besser laufen könnte. Streiten ist an sich wirklich total wichtig und total gut. Aber wir reden hier von wirklich Extremsituationen. Und vor allem, wenn die sich immer wieder abwechseln, dass es wirklich so eine Achterbahnfahrt ist, wie Colleen das zum Beispiel beschrieben hat von Love is Blind. We've already, even though we've gone through so many ups and downs, like, I don't want to get off, you know how, like, when you're on a roller coaster and you're like, one more time, you just, like, want to keep, like, I don't want to get off the ride. I love that. And es gab anscheinend in kürzester Zeit, wie wir auch gesehen haben, extrem viele Auf und Abs. Und gerade in der Anfangszeit, wo ja viele vielleicht noch eine rosarote Brille aufhaben oder wo alles noch so schön und so toll ist, wenn es da schon so abgeht, ist es vielleicht nicht das beste Zeichen. You were engaged to me and you did not know how to respond to somebody telling you that they are attracted to you. That's all I need to hear. No, please, can we? No. I'm out. It's very simple. It's very simple. Und wenn dann die Person noch sagt, I love that. And ich weiß nicht, ich find's nicht sonderlich lovable. Wie aber kommen solche Tiefs zustande? Auch da fehlt es uns nicht an Beispielen. Gaslighting. Ich weiß nicht, wie es in eurer Bubble ist, aber bei mir ist es so, dass es ein Begriff ist, der mir immer wieder begegnet und es ist einer der zentralen Begriffe, wenn es um toxische Beziehungen geht. Beim Gaslighting verdreht der die toxische Person in einer Beziehung so lange die Realität, bis die andere Person gar nicht mehr weiß, was jetzt wirklich wahr ist und was nicht. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man dann einfach
einfach nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, was jetzt eigene Wahrnehmung, was Fremdwahrnehmung, was Realität ist, dann kann man ja gar nicht mehr sich selbst vertrauen oder ein Selbstbewusstsein aufbauen. Ganz deutlich haben wir es ja dieses Jahr beim Sommerhaus der Stars gesehen. Da waren Patrick und Antonia. Und Patrick hat Antonia so lange eingeredet, dass sie nicht genug gibt. Ich weiß nicht, wie man immer mit so wenig Biss immer irgendwas machen kann. Ich sag jetzt mal eins, das Problem war sicher nicht ich, okay? Ich kann nichts dafür, okay? Warum kannst du nichts dafür? Ich weiß nicht, wie kommst du denn auf die Idee? Sie sich nicht genug anstrengt. Wie machst du das? Ja, Schatz, das Problem ist, es sollte halt auch von dir was kommen, weißt? Sobald es halt ein bisschen komplizierter wird, habe ich das Gefühl, dass Antonia sich dann auch mal schnell drückt. Nicht fokussiert genug ist. Und ich hoffe einfach, dass du dann in den Situationen einfach auch mal den Finger aus dem Hintern nimmst und dann sagst, okay, komm. Bis sie irgendwann zusammengebrochen ist und das Ganze sogar noch angenommen hat. Ein bisschen weiter runter. 5 Zentimeter circa oder 10 Zentimeter. Nein, 5. Was soll das? Was ist das für eine Beschreibung? Dabei sah doch die Realität ganz anders aus. Das Herz hat sich verschoben. Ach, schwätze keinen so einen Blödsinn. Antonia hatte zum Beispiel Höhenangst und hat sich da ständig überwunden. Scheiße, das geht mal wieder in die Höhe. Kriegen wir das hin? Hä? Mhm. Was sagst du? Ja, ich habe bloß Angst, dass du gleich wieder durchdrehst, wenn ich irgendwas nicht kann. Nee, Schatz, du musst dich jetzt auch ein bisschen... Jetzt geht's ja auch mal auf was. Sie hat ihre eigenen Grenzen überschritten und sie hat ihr Bestes gegeben. Und gut, da könnte man jetzt sagen, na ja, aber solche Spiele, die haben ja nichts mit dem echten Leben zu tun. Solche Situationen gibt es ja kaum. Moment, ein bisschen weniger subtil lief's ja bei der Staffel zuvor bei Mike und Michelle ab. Das Sommerhaus der Stars scheint wirklich die perfekte Brutstätte für toxische Beziehungen zu sein. Schauen wir uns das mal an. Gesichtsreinigung ist so alle. Das ist meine Woche noch nicht. Das ist in der Woche. Ey, wenn du von mir redest. Wir haben schon gehört. Irgendwann denke ich mir, jetzt wird's Kindergarten. Du bist 42 Jahre alt, jetzt wird's Kindergarten. Lass mich da nicht mal bloßstellen von dir und demütigen. Das hat Konsequenz. Wenn Leute, ich geh gleich raus, sind, dann kannst du über mich reden, weil ich kann es gerade nicht, nicht mehr tue ich hören. Tu ich nicht. Lass ich mich muss doch den ganz Boden ehrlich spannen. Sagen. Genau, ich lass so mich den Boden spannen. Ja, ich mich auch. Sag mal leise. Ich mag auch nicht die ganze Zeit mir Gemecker anhören. Ich hab kein Gemecker, verdammt nochmal. Jetzt ist gut hier. Was ist das? M&M-Trailer. Ich dachte, es geht um was Süßes. Guck ich da gerade dabei zu, wie Mike Michelle jagt? Wie ein Jäger seine Beute? Oh mein Gott, ich weiß schon, in welche Richtung es geht. War das gerade Gender-Reveal? Moment mal, ich muss hier ganz kurz die Infobox lesen. Mit dieser Dokumentation sollen viele Paare angesprochen werden, die in ihrer Krise gewollt sind, an ihrer Ehe oder Beziehung zu arbeiten, um sie nicht sofort aufzugeben. Michelle und Mike sind ein authentisches Beispiel für eine moderne Ehe mit vielen Schicksalsschlägen in der Vergangenheit. Beide werden dadurch auf eine harte Probe gestellt. Schaffen sie es, alle Themen anzugehen, die die Beziehung zum Scheitern verurteilen oder noch retten könnte? Es wird Gastauftritte geben und tiefe Einblicke. What the fuck? Was ist das? Okay, ich habe keine Ahnung, was sie damit sagen wollen. Also sie wollen sagen, hey, werft eure Beziehung nicht weg und wir lieben uns und wir sind geil miteinander. Dazu kommen wir auch noch, ob man die wegwerfen sollte oder nicht. Auf jeden Fall war es wirklich schwierig, Mike in der Sommerhaus der Stars Staffel dabei anzugucken, wie er seine Freundin absolut fertig macht, ihr die Realität komplett verdreht, ihr zuzusehen, wie sie nicht mehr wusste, wo oben und unten basically ist. Er irgendwie auch verbale Gewalt zumindest angedroht hat. Und wenn die mir jetzt wieder kommen und sagen, ja, aber wir möchten ja durch Wir haben zusammen diese Tiefs überstanden und möchten jetzt daran wachsen. Ja, aber das Tief bist du, Mike. We need to cut that out. Gut, kommen wir zum nächsten Merkmal. Nie genug zu sein, ständige Kritik und ständige Erniedrigung. Gaslighting hat dann eben oft zur Folge, dass sich die angegriffene Person selbst total schlecht sieht. Schlecht von sich denkt, mein Gott, ja Mirella, du bist so dumm, du kannst den Satz nicht richtig aussprechen. Ja, ich weiß, ich kann nicht lesen, auch wenn ich den Vorlesewettbewerb in der 6. Klasse gewonnen habe. Den hast du nur gewonnen, weil du süße Zöpfe hattest. Ja, den habe ich nur gewonnen, weil ich süße Zöpfe hatte. Gaslighting myself. Ich brauche nicht meinen Partner dazu. Ey. Aber neben dieser Manipulation kommt es eben in toxischen Beziehungen auch immer wieder zu, manche würden sagen, ständiger Kritik, andere vielleicht Beleidigung und Erniedrigung. Und davon finden wir einfach viel zu viel im Reality-TV. Nur weil ich jetzt ein Spiel... Ein Spiel? Gestern Blamage. Okay. Okay? Ich bin halt scheiße. Heute? Mein Gott. Nein. Du bist perfekt, ich bin scheiße, okay? Und so ist es halt, seitdem wir zusammen sind. Und das
zeigst du mir halt auch immer. Und klar, toxische Männlichkeit ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes und eigenes Thema für sich. Denn auch Partnerinnen können wahnsinnig toxisch sein und stehen den Männern da in nichts nach. Ich habe so viel für ihn getan und das soll meine Frau finden, die das alles gemacht hat. Manchmal fühle ich mich ein paar Level über ihm. Und das ist manchmal schwierig, wenn man als Frau sehr viel stärker ist als der Mann. Er ist schon echt nicht einfach, weil er halt so unerfahren ist und so ein bisschen einfach naiv und tollpatschig. Und ja, das sind ja alles besondere Situationen. Man steht unter wahnsinnigem Druck, es sind irgendwelche Spiele, es gibt irgendwelche Regeln, es gibt Sachen, die man machen darf, die man nicht da machen darf. Die Kamera ist die ganze Zeit auf einem, man fragt sich die ganze Zeit, oh mein Gott, was denken wohl andere Leute von mir, wie komme ich wohl rüber, ist das meine Schokoladenseite oder nicht? Im echten Leben ist das natürlich anders, aber so oder so, man sollte nie den Respekt vor der Partnerin verlieren. Weil er kann dann noch so oft sagen, oh mein Gott, das ist die große Liebe, du bist mein Ein und Alles. Aber wenn es schon am Respekt füreinander scheitert, dann kann es ja wohl echt nicht sein. Benehmen können muss man sich schon. So, fun fact, you put white wine in a stemmed glass because a hand around this warms it up. You started the chicken early, aren't the potato fries gonna take ages? What are you doing to this chicken? Very white, not seasoned piece of chicken. Please season it. We don't need any more on this side. What is wrong with you? Aber wirklich allerspätestens, wenn doch dann die Partnerin weint und euch darum bittet und anfleht, endlich aufzuhören, sollte doch jeder Mensch mit einem Hauch von Empathie aufhören und merken, irgendwas ist hier gerade ganz falsch. Wenn das kein Warnschuss ist, was dann? Ich bin echt mit Idioten auf der Welt. Hör doch auf, mich jetzt zu beleidigen. Nein, aber das kann doch nicht sein, dass es so schwierig ist, mich hier mit einem Auto so durchzufahren. Jetzt. Jeden Tag fahre ich rückwärts, okay? Ob Traktor, Stapler, Radlader, Bagger. Ihr könnt sogar aus dem Fenster, könnte ich sagen, in welche Richtung ja, die einschlagen. Oh, meine Fresse, du bist halt perfekt. Ich bin's nicht, okay? Mit Anhänger dran, in irgendeine enge Lücke rein oder auf kleinstem Raum wenden, so. Ich kann's halt nicht erklären, Mann. In dem Moment wusste ich nicht, okay, wenn ich jetzt rechts einschlage. Ich hab wirklich. Das macht mich einfach traurig, dann zu sehen, du Schatz, du könntest das eigentlich. Aber warum geht's dann plötzlich? Warum kannst du das nicht abrufen, dein Wissen, okay? Warum würde man da noch weitermachen? Das ist doch nicht okay. Wenn man den Partner oder die Partnerin runtermachen muss, sie leiden lässt und es nicht sein lassen kann, immer weiter nach unten tritt, literally. Schatz, du musst leben. Alter, was ist los mit dir? Heb, Schatz, heb. Was machst du? Bleib jetzt stehen. Komm jetzt her. Schnell. Ja? Komm mal. Was? Was soll ich machen? Ich glaube, ich werde krank. Im Kopf vielleicht, ja? Dann sollte man vielleicht sein eigenes Verhalten ein ganz kleines bisschen mal hinterfragen. Und zwar insbesondere dann, wenn man das nicht nur vermeintlich in irgendeiner Extremsituation macht, sondern das einfach zum ganz normalen Miteinander gehört. Anscheinend. Aber du bist keine Bäuerin, ne? Nee, Tonja hat auch nicht den Esprit, sag ich jetzt mal, um das auch zu werden. Dann stehst du halt vorm Spiegel und sagst, ich habe überall Zellulite. Dann sage ich, okay, ja klar, wenn man halt auch keinen Sport mehr macht, von was soll es denn straff werden? Ich stehe wirklich auf lange Haare. Und Antonia habe ich halt kennengelernt mit Haaren bis da und jetzt sind die halt plötzlich da. Aber das ist wie wenn du so einen alten Golf halt tunst, dann kaufst du den, plötzlich baust du den Tuning ab und sagst dann, ja, super Auto, oder? Das ist einfach eine ehrliche Antwort. Das ist ja nicht hart. Wenig überraschend, aber diese ständige Erniedrigung geht ganz gerne mit einer weiteren Red Flag einher. Egozentrik. Ein übersteigertes Selbstbewusstsein und auf Deutsch gesagt einfach denken, dass man selbst der Geilste ist. Oder die Geilste. Unser lieber Patrick zum Beispiel, der hat ja wirklich noch nie irgendwas falsch gemacht. Ganz im Gegenteil. Vom Verständnis her von der Kraft. Halt, aber ne? Kraft, Alter. Aber ich habe auch überhaupt keine Kraft gebraucht. Lag mir tatsächlich überhaupt nicht. Also Patrick hat natürlich wieder alles gegeben und hat auch überhaupt gar keine Schmerzen dabei. Ich fand es echt nicht anstrengend. Ehrlich? Ja. Antonia hat die ganze Zeit irgendwie so. Ich habe das die ganze Zeit einfach so an meine Brust. So und nur, wenn ich gewechselt habe, so, zack, bumm, wieder an meine Brust. Aber scheinbar reicht ihm dieses Wissen nicht, dass er doch alles so gut kann. Das kann er nur richtig abfeiern, wenn andere es neben ihm schlechter machen. Es wäre, sag ich mal, heute mit Antonia nicht möglich gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, das Feuer in den Augen, das hat einfach gefehlt, ist auch, ich glaube, dieser Siegeswille unbedingt, der war nicht da. Ich gebe immer alles. Ich habe Bauchschmerzen wie bei einer Geburt und
habe halt irgendwie das Gefühl, ich trage uns die ganze Zeit irgendwie durch die Spiele. Und sobald mal was von dir auch wirklich verlangt wird, dann ist es gleich aus. Hast du jetzt kapiert, dass ich scheiße bin? Ich kann halt nichts. Schatz, du musst jetzt auch ich mal... Ich hab's doch jetzt kapiert, okay. Ich hab's Schatz, wie oft hast du... Ähnlich geht's da auch unserer Gloria. Ich habe die ersten 1,5 Jahre komplett alles gezahlt für ihn. Ihn komplett unterstützt, ihn bei mir wohnen lassen, das Essen gezahlt, den Urlaub gezahlt. Ich habe ihm das Deutsch beigebracht. Ich habe ihn jeden Tag abgefragt, die Vokabeln geschickt. So, hey, lern diese Vokabeln, mach das, mach das, mach das. Und gleichzeitig wird dabei auch ganz gerne vergessen, dass man selbst ja doch alles gar nicht so perfekt macht. Das inszeniert man dann einfach nur gut. Warum auch, Leute? Warum soll ich denn das zugeben? Ich kann es auch einfach anderen Leuten in die Schuhe schieben. Pff, wie leichter. Kommen wir nun zu starker Abhängigkeit und Isolation. Und ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, das Ganze hat dann natürlich auch ein ziemlich praktisches System. Wenn man nämlich dem Partner der Partnerin immer wieder sagt, dass der ja gar nichts kann und man selber aber alles so gut kann, wenn die Partnerin sich nichts mehr zutraut, nicht mehr an sich selbst glauben, ja, dann habe ich ja nur noch meinen toxischen Partner, an dem ich mich klammern muss, weil er kann ja alles so viel besser als ich. Hey, ich als Patrick, ich habe quasi übermenschliche Fähigkeiten und es ist ja absolut klar, dass sich meine Partnerin dann lieber mal an mich ranklammert. Ja, und so wird man abhängig und zwar so richtig. Denn man ist ja dann auch dankbar, dass überhaupt jemand einen so nimmt, wie man ist und dass einen überhaupt jemand durchs Leben führt und das alles mit einem durchmacht. Man ist ja so doof und naiv und weiß ja gar nichts. Aber danke, danke, dass du mir den Weg zeigst ins Verderben. Ganz ehrlich, ohne dich wüsste ich gar nicht, wie ich das Leben noch bestreiten soll. Traurig. Und das macht es natürlich umso schwieriger, sich dann aus einer Partnerschaft zu lösen. Vor allem, wenn man noch in einer Villa zusammen eingesperrt ist, wie es im Reality-TV nun mal oft der Fall ist. Wenigstens ist es eine Villa. Und wenn das dann noch verstärkt wird mit einer Aussage, wie zum Beispiel dieser hier. Ja, schon mit so einer Einstellung gewinnt man hier drin. Nein. Und was ist das Ziel hier drin? Runde zu Runde zu kommen. Nein, zu gewinnen. Aber man muss auch manchmal, muss man dann halt auch mal irgendwie die Konsequenzen tragen für das, was man dann halt nicht macht. Wollen wir rausgehen? Was soll ich mich da jetzt so verheult? Mit so einem Waschlappen soll ich mich jetzt da hinhocken? Das tut mir doch leid. Glaubt man natürlich irgendwann auch, dass man sich selbst einfach niemand anderem zumuten kann und dass man ja Glück gehabt hat, überhaupt diese Partnerin zu haben und bleibt dann auch ausschließlich bei dieser Partnerin. Und dadurch fehlen natürlich auch wieder externe Impulse. Also Menschen, die dir sagen, ey, nee, das ist nicht okay und du bist gut so, wie du bist. Echte Freunde und Freundinnen, Familie oder sonst irgendwelche Leute, die einem hoffentlich spiegeln, dass das nicht okay ist. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man Leute aus dieser Isolation rausholt und immer wieder versucht, da mit denen das Gespräch zu führen. Aber für den toxischen Partner ist das natürlich wahnsinnig bedrohlich. Im Reality-TV gibt es ja dann oftmals diese Reunion-Sendungen, das große Wiedersehen und zumindest da sprechen dann ganz viele das toxische Verhalten an und versuchen da auch noch mal ein bisschen wach zu rütteln. Wir haben ein bisschen im Netz geguckt und es sind wirklich nur einige Stimmen, aber die gehen eigentlich alle in eine Richtung. Es macht mich als Frau unsagbar traurig, wenn Frauen sich so demütigen und erniedrigen lassen. Antonia, please leave. Patrick, hinterfragst du denn dein Verhalten? Was mich tatsächlich immer eigentlich getriggert hatte, ist, dass ich gewusst habe, dass in Antonia viel mehr drin steckt. Da ja, dann musst du aber deine Freundin motivieren und nicht runtermachen. Gesagt, was vielleicht viele als runtermachen empfunden haben, das sollte eigentlich eher so vielleicht auch ein bisschen den Kampfgeist wecken. Ich stehe trotzdem hinter ihm, wir haben uns ausgesprochen, wir arbeiten an unserer Beziehung. Klar, das, was ich nach den Spielen gemacht habe, das war einfach zu viel. Dafür habe ich mich auch entschuldigt und auch für den einen oder anderen Spruch. Wie erfolgreich das letztendlich ist, das wage ich natürlich nur zu bezweifeln, aber zumindest Antonia und Patrick sind nicht mehr zusammen. Ich sage übrigens immer Patrick, weil ich glaube, der heißt Patrick. Aber irgendwer hat mal Patrick zu dem gesagt. Und ich finde, das ist gut. Das ist so ein Patrick, der sagt aber, nee, ich bin der Patrick. Er sagt nicht Patrick, aber er sagt, ich bin der Patrick. Das ist eher in a nutshell. Versteht ihr? Versteht ihr, was ich sagen will? Und wie respektvoll solche Reunions ja miteinander ablaufen, das ist ja eh normal eine ganz andere Sache. Sportlich gesehen echt top. Menschlich gesehen, Schrott. Ich bin gar nichts. Er ist null. Er ist zero. Ich habe euch ein Geschenk gekauft für eure Beziehung. Ich glaube, das passt ganz gut bei euch. Dann habe ich so was Tolles gesehen. Ich muss an beide denken, weil ich genau das wirklich von beiden halte. Ein weiteres Muster, was da noch dazu kommt, wird ja oft als etwas dargestellt, was einfach zu einer gesunden Beziehung dazugehört. Aber in dem Maße, wie wir es manchmal sehen, sicherlich nicht. Es geht um Eifersucht und um Kontrolle. Die Fahrkarten bitte.
Wegen Kontrolle, versteht ihr? Eifersucht ist sowieso die ganze Zeit der Standard-Move, um irgendwie zu zeigen, die liebt sich halt einfach wirklich. Also, mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass der so ein bisschen besitzergreifend ist. Ich mag das voll. Ich brauche schon jemanden, der da mal sagt, du Schatz, heute gehst du jetzt nicht unbedingt raus. Ich finde das schon sexy, wenn ich merke, dass jemand mich sehr gerne mag. Viele sehen das immer so als kritischen Punkt. Aber so, ich finde immer so, was einem gehört, das soll man dann auch zeigen und soll man auch zu stehen. Ja. Da wird gerne einfach mal alles wegromantisiert. Ja, aber er ist nur so eifersüchtig, weil er echt da weiß, was er zu verlieren hat im Fitnessstudio. Wie glücklich seid ihr denn? Also ich bin sehr glücklich, auch wenn wir auch unsere Streitigkeiten haben. Cecilia, du lachst. Ja, also wenn man seiner Frau nicht erlaubt, ins Gym zu gehen, weil da nur Schlampen rumlaufen, das ist für mich keine Beziehung. Da darfst du nicht mehr hingehen, weil da kann ich dich verlieren. Zwischen den Geräten, wo bist du? Und die potenzielle Gefahr, die droht ja überall. Im Supermarkt. Naja, aber zum Kochen wäre schon gut, wenn die Frau dann da nochmal hingeht. Aber nicht so gestylt, aber auch nicht so sehr in der Jogginghose. Weil was sollen denn die anderen Leute von uns denken? Aber auf gar keinen Fall mehr ins Fitnessstudio, weil da wird immer gebumst. Bei euch im Fitnessstudio nicht. Ihr geht zum Trainieren hin. Ich gehe gar nicht hin, weil ich bin die ganze Zeit krank. Naja, dem Maurice wird's passen. Ich sag mal so, lieber krank als im Fitnessstudio bumsend. Und dann gibt es natürlich auch gerne Schuldzuweisungen für Sachen, die man gar nicht bewusst oder absichtlich gemacht hat, von denen man gar nicht wusste, dass das überhaupt ein Problem werden könnte. Da ist nämlich dann schon der eine Blick in die Richtung von einem anderen Mann oder einer anderen Frau, ist dann schon zu viel. Pass bitte auf, was du machst, sonst knallt es, du kleine Dreckige! In dem Moment, wo ich das gesehen habe, hat mich das extrem getriggert. Wieder mit der. Ich höre das wieder. Merke. Wahrscheinlich haben die gerade so ein Date, spürt den Partner, so weißt du? Und die ganze Aufmerksamkeit, die darf dann auch wirklich nur zu 100% deinem Partner, deiner Partnerin gelten. Also ich finde Colleen, wie sie neben Matt sitzt, das ist einfach für mich, das bricht mir mein Herz, weil sie ist so eingeschüchtert, sie traut sich nirgends mehr hinzugucken. Ich hoffe, irgendwer hilft ihr raus aus dieser Beziehung, weil es gibt mir ganz, ganz ungutes Gefühl, die ganze Sache. That being said, I do have to commend Colleen for coming to me that night and immediately saying, this is what happened, this is what I said. You know, I did kind of lose my cool a little bit. Beziehung fängt zwar mit den gleichen zwei Buchstaben an wie das nächste Wort, aber es ist nicht das gleiche. Es ist nämlich nicht Besitz, sondern vielleicht so ganz verrückte Sachen wie liebevolles Miteinander, Kommunikation auf Augenhöhe, gegenseitige Unterstützung und freie Entfaltungsmöglichkeiten. Wie ein kleiner Schmetterling. Also in meinen 30 Jahren, die ich jetzt fast auf der Welt bin, und in meinen 15 Jahren, die ich date, kann ich euch sagen, dass eigentlich Eifersucht immer ein Thema war, was viel mehr mit sich selbst einhergeht als mit dem Partner oder der Partnerin. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man so sicher mit sich selber ist und mit der Beziehung, dass Eifersucht ein ganz, ganz kleines, wenn nicht sogar gar kein Thema mehr spielen kann. Ich sage nicht, dass ich da schon bin, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Wunschvorstellung, die ich für mich habe. Sowieso, wir reden ja jetzt hier von monogamen Beziehungen, in polyamorösen Beziehungen ist das natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Auch dazu kann ich gerne mal eine Essay vielleicht machen, wäre vielleicht auch super spannend. Also ich habe das so erlebt, dass zum Beispiel jemand sehr eifersüchtig war, wenn ich mich einfach freundschaftlich mit irgendeinem Freund, einem männlichen Freund getroffen habe. Und als die Beziehung dann vorbei war, hat diese Person 2 Wochen später mit der besten Freundin rumgemacht. Und es war so, ach so, deswegen warst du so eifersüchtig auf mich, weil du selber nicht dir sicher warst, ob du nicht mit deiner besten Freundin mal ein bisschen rumlecken willst, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber ich wollte nie mit meinen besten Freunden rumlecken. Und das ist mir schon ganz oft begegnet, dass es immer wieder Situationen gab, wo ich dachte, ah, du warst darauf eifersüchtig, weil du selber nicht dir sicher in dieser Situation wärst oder bist. Schreibt mir gerne, wenn ihr ähnliche Situationen erlebt habt oder ob ihr das unterstreichen könnt oder ob ihr eifersüchtig seid oder nicht oder wie ihr das ganze Thema seht. Fassen wir also in unserem Fazit zusammen. Wenn euer Partner, eure Partnerin euch immer wieder das Gefühl gibt, dass ihr nicht genug seid, dass ihr euch verändern müsst, dass sie kein liebevolles Wort für euch haben, die Fehler immer nur bei euch sucht, euch vielleicht sogar beleidigt, ausfallen wird und an keiner
einer Stelle bei sich selbst irgendeine Schuld sucht oder sich selbst reflektiert, dann kann es sein, dass ihr in einer toxischen Beziehung seid. An dieser Stelle solltet ihr euch zumindest fragen, ob die Beziehung gesund für euch ist und ob ihr euch euer Leben so vorstellt. Und ganz klar, ne, weil so Sachen wie zum Beispiel Eifersucht, da könnten auch mal andere Sachen dahinter stecken, wie zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl, ein geringes Selbstbewusstsein oder irgendwelche Verlustängste. Aber ihr solltet diese Probleme eurer PartnerInnen nicht ausbaden müssen. Dann müssen die selber an sich arbeiten. Das waren so Seiten, die ich von alten Beziehungen kenne. Und dieses Unwohlfühlen, das, ich möchte das nicht mehr. Du bist mir mega ans Herz gewachsen, und das weißt du. Aber das hat nichts mit dir als Person zu tun, sondern einfach nur, dass ich glaube, dass wir uns gegenseitig auf Dauer nicht gut tun würden. Und an solchen Dingen kann man auch gerne gemeinsam arbeiten. Es gibt ja so tolle Sachen wie Paartherapie. Aber da muss man natürlich auch bereit sein, sich selbst zu hinterfragen und selbst zu reflektieren. Und diese Bereitschaft ist oftmals weniger vorhanden. Ich glaube, du hast dem Ganzen zu schnell die Chancen genommen. Ich glaube, wäre das Ganze nicht hier passiert, sondern woanders, was ich dir gesagt habe, wäre es ganz anders abgelaufen. Und das ist das Problem. Halt schade, dass du aufgegeben hast. Aber ich habe, glaube ich, mehr gesehen wie du. Oder wir haben, glaube ich, sogar das Gleiche gesehen. Du hast Angst davor. Das ist zu schnell, zu schwer. Das war, glaube ich, das Problem. Ich habe nach meinem Herzen entschieden und das war richtig so. Und da ist der Begriff toxische Beziehung gar nicht mal so unumstritten, beziehungsweise müssen wir diesen ein bisschen hinterfragen, weil er könnte ja vermitteln, dass immer nur eine Person dieses Gift in die Beziehung trägt. Und natürlich kann auch sowas wie Narzissmus eine Rolle spielen, das wäre aber auch nochmal ein separates Thema, dass man dann eben als Person, als Persönlichkeitstrait mit in die Beziehung nimmt. Aber es kann eben auch oft das Zusammenspiel von PartnerInnen sein, die eben dann eine solche dysfunktionale Beziehung hervorrufen. Was ich zum Beispiel super interessanter finde, es gibt Studien, die belegen, dass Menschen mit einem größeren Nähebedürfnis häufig mit Menschen zusammenkommen, die, wenn etwas zu nah wird, sich eher rausziehen. Alle Quellen sind natürlich in der Infobox verlinkt. Da ist natürlich das Drama auf jeden Fall vorprogrammiert. Schlimmstenfalls ist es dann auch noch so, dass sich solche destruktiven und verletzenden Verhaltensweisen nur noch gegenseitig bestärken und das wird dann zu einem richtigen Wechselspiel. Deswegen ist es natürlich auch super wichtig, sich klare Grenzen zu setzen und Taktiken anzueignen, wie man in solchen Situationen umgeht, um nicht ganz die Fassung zu verlieren. Und da gibt es natürlich zwei Wege. Es kann sehr nobel sein und sehr toll und sehr schön an so einer Beziehung zu arbeiten, die Beziehung zu verbessern und wirklich gestärkt da rauszugehen. Aber natürlich kann ein genauso wichtiges und großes Zeichen der Selbstfürsorge und Selbstliebe sein, sich dann zu trennen. Das, was natürlich von außen betrachtet immer einfacher ist, als wenn man in der Situation drin ist, ist vollkommen klar. Vielleicht hat es euch aber ein bisschen aufgeklärt und weitergeholfen. Ich bin natürlich absolut keine Therapeutin und Psychologin. Ich fand es aber super spannend, mal einen kleinen Ausflug mit unseren Reality-TV-Stars zu machen. Schreibt mir sehr gerne, wie ihr das Video fandet. Alle Infos und auch natürlich sowas wie das Hilfetelefon findet ihr unten verlinkt. Seid lieb zueinander, bleibt gesund und bis nächste Woche.